Seit über 300 Jahren sind wir, die Unternehmensgruppe Julius Kronenberg Sophienhammer, ein Inbegriff von Beständigkeit und Fortschritt. Unsere Anfänge liegen in der Herstellung von Sensen und Sicheln. Die Schmiede ist die Wurzel und das Fundament unserer außergewöhnlichen Reise. Aus der Schmiede entsprungen, haben wir es früh verstanden, uns den stetig wandelnden Kundenbedürfnissen und Marktanforderungen anzupassen. Daraus entstand unser Leitmotiv Schmiede im Wandel, den Wandel schmieden, sowie ein reichhaltiges Portfolio aus verschiedensten Lösungen, von modernen Personenleitsystemen über Systemlösungen rund um Türen bis hin zu Fahnenmasten und Wegesperren. Das Sensen- und Sichelgeschäft, so wie unsere Großväter und Väter es betrieben haben, hat all das andere erst ermöglicht. Das ist also wirklich die Basis, auf dem alles aufbaut. Und deshalb ist es auch so fest in unserem Herzen verankert. Unsere Geschichte ist geprägt von Verantwortung, Innovation und Wandel. Karl Julius Kronenberg erkannte früh das Potenzial der Wasserkraft und erwarb nach dem Erhalt der hoheitlichen Wasserrechte 1870 den Sophienhammer, den heutigen Stammsitz unserer Familienunternehmung. Man hatte die entsprechende Wasserkraft, die zur Nutzung für die Hämmer zur Verfügung stand. Es gab auch nur Wasserräder für den Antrieb, keine Elektro, kein gar nichts bis dahin. Das ist ja sehr viel später erst hier installiert worden. Im Jahre 1922 hat man eben umgestellt von der direkten Nutzung der Wasserkraft auf eine elektrifizierte Nutzung. Das heißt, wir haben seit dieser Zeit eine eigene Turbinenanlage in Betrieb. Arbeiten in diesem Jahr zum Beispiel schon fast mit 50%, dass wir allein den Strom alleine für uns erzeugen können. Ein Unternehmen, das über 300 Jahre alt ist, braucht, glaube ich, niemanden dem Beißer treten, dass es nachhaltig wirtschaftet. Kein Unternehmen hat ein Interesse daran, wertvolle Ressourcen zu verschwenden. Bereits in 10. Generation wird unser Unternehmen von der Familie Kronenberg geführt. Dabei ist unser Firmensitz ein klares Statement der regionalen Verbundenheit mit einem unumstößlichen Qualitäts- und Traditionsverständnis. Der Standort selbst hat die Bedeutung, dass wir natürlich als Familienunternehmen sehr stark mit diesem Standort verwachsen und verwoben sind. Ich bin hier aus unserer Firma groß geworden. Ich bin hier geboren in dem Haus. Ich habe hier gespielt wie Kinder. Wir sind hier mit Kettgas rumgefahren. Das heißt, uns liegt dieser Standort, uns liegt unsere Heimat sehr stark am Herzen. Es ist aber auch die Wiege der Schmiede im Wandel, die eine über 300-jährige Handwerkstradition mit den Herausforderungen eines sich stetig wandelnden globalisierten Marktes verbindet. Bei uns im Unternehmen ist Tradition und Innovation kein Widerspruch. Wir haben Innovation bei uns gelernt als etwas, was Tradition überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, erst dann, wenn ich innovativ bin, wenn ich mich neuen Dingen öffne, mache ich es überhaupt möglich, meinem Unternehmen eine Tradition mitzugeben. Wir sind stolz auf die gebildete Gemeinschaft, die gelebten Werte, das nachhaltige Wachstum und unser vielfältiges Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, die wir im Ursprungsunternehmen Julius Kronenberg sowie in zahlreichen Schwester- und Tochterunternehmen weltweit entwickeln, produzieren und vertreiben. Für mich ist ja so viel immer was Besonderes, sag ich mal so. In all den Jahren, was da passiert ist, das ist ja das auch was Besonderes ist. Dass wir das alles so geschafft haben.